Rickard? Am Telefon. Mit wem spreche ich? Du, super. Mein Name ist Danari. Ich hoffe, Sie bezüglich Ihr Interesse am Onlinehandel. Sie haben sich registriert bei Quantum AI. Stimmt das? Das ist richtig. Ich habe während des Schauens von Internetübertragungen auf der Plattform Du-Röhre eine interessante Werbeeinblendung gesehen, auf der der Elon Musk Geld versprochen hat. Deswegen habe ich mich registriert. Genau. Und haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich oder wissen Sie ungefähr, wie es funktioniert? Leider überhaupt nicht. Mein Schatzminister ist auch gerade nicht greifbar. Deswegen bin ich jetzt... Habe ich gedacht, ich versuche das einfach mal. Dann, ja, das ist richtig. Dann erzähle ich kurz, wie wir arbeiten. Sehr gerne. Wir haben einen Handelsroboter, der künstliche Intelligenz und Algorithmen verwendet, das rund um die Uhr für Sie arbeitet. Und vollautomatisch. Ein Roboter? Der Roboter, genau. Der Roboter, das erinnert mich an den Goliath-Panzer, den wir geschaffen haben, um die russischen Tanks im Nahkampf zu knacken. Das könnte damit vergleichbar sein, nehme ich an. Wie bitte nochmal? Ich höre Sie akustisch so schlecht. Ja, von wo aus rufen Sie denn an? Sind Sie in Moskau? Nein, in Österreich? In Österreich sind Sie. Und ich wunderte mich nur über diese leise Verbindung. Also, hören Sie mich auch nicht so gut? Sie sind verständlich. Ja, komisch. Also, versuchen wir, ja? Selbstverständlich. Wie groß ist dieser Roboter? Also, wie groß? Ja. Es ist künstliche Intelligenz. Es ist nur zu Computer. Wie genau arbeitet der Roboter? Er kauft verschiedene Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt zu einem niedrigen Preis und dann verkauft die Teure. Und der Preisunterschied, es ist eher Profit. So, ganz einfach. Mit niedrigem Preis kaufen, dann teurer verkaufen und Profit sehen, ja? Der Roboter. Genau. Wie heißt denn dieser Roboter? Haben wir auch. Also, wie gesagt, Sie haben sich registriert bei Quantum AI. Stimmt das, oder? Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Die Frage ist jedoch, wie dieser Roboter sich nennt. Er hat dann ja, wenn es sich um eine künstliche Intelligenz handelt, hat er sich ja sicher die Mühe gemacht, sich einen Namen zu geben, damit wir Menschen, wir Unwürdigen, ihn auch korrekt ansprechen können. Es ist einfach KI. Er heißt KI. Und gut, das werde ich mir merken. Genau. Super. So, da Sie neu sind, haben wir auch einen Finanzexperten, der wird Ihnen helfen, Schritt bei Schritt mit dem Handelskonto alles richtig und schnell herunterzuladen, zu aktivieren und so weiter. Da müssen Sie keine Sorgen haben, Sie werden immer mit Unterstützung arbeiten, ja? Das ist ja großartig. Da kann ich mich bei Ihnen ja in besten Händen fühlen, wie bei meinem lieben Speer. Und meinem großartigen Fegelein, genau, der heute unentschuldigt wieder bei der Arbeit fehlt. Haben Sie zufällig Nachricht von Fegelein bekommen? Vielleicht hat er sich ja versehentlich bei Ihnen abgemeldet. Können Sie mir da nähere Auskunft geben? Fegelein! Haben Sie Fegelein gesehen? Nein. Das hätte ja sein können. Falls Sie ihn sehen, sagen Sie ihm, ich bin dringlich auf der Suche nach ihm. Es geht um mein Frühstück. Es kann nicht länger warten. Es nähert sich schon bald die Zeit des Mittags, die Nähs. Es gibt wieder Rohkost. Okay. Ich liebe es. Haben Sie schon entschieden, mit welcher Summe möchten Sie einsteigen? Das kommt ganz auf das Angebot an, das Sie in der Lage sind, mir zu unterbreiten. Ich bin ein Großkunde. Ich bin bereit, eine große Summe zu investieren, sollte das Angebot, das Sie machen, meine Verzückung erwecken. Wie viel möchten Sie investieren? Das kommt auf Ihr Angebot an. Schlagen Sie mir etwas vor. Das Mindestbetrag ist 250 Euro. Es ist nur so für Testen. Sie können ja natürlich von 300 Euro anfangen oder von 400 oder 500. Das sind lächerliche anfangen. Summen. Es kommt darauf an, wie viel möchten Sie ja verdienen, weil Sie wissen, je mehr Sie investieren, desto mehr profitieren Sie. Ja? Das ist richtig. Aber seien wir mal ehrlich, mit 200, 300, 400 Reichsmark. Da brauche ich ja nicht anfangen, das lohnt sich ja nicht, da ist meine Zeit zu wertvoll dafür. Machen Sie mir mal ein Rechenbeispiel für 10.000.
Und ein Jahr später, wie viel bekomme ich? Sie haben eine Probewoche. Das Brauche ich nicht. bedeutet, dass Sie Ich bin verlieren der Reichskanzler. Ich Ihr weiß nicht, Geld. ob Sie realisieren, mit wem Sie sprechen. Ich benötige das nicht. Ich möchte einfach nur Geld verdienen. Genau. Aber trotzdem, ich finde, das ist mega cool, weil in dieser Woche können Sie einfach schauen, wie das läuft. Und wenn es läuft gut, dann, wenn Sie sicher sind, dass Sie können da verdienen, dann können Sie weitergehen. Aber falls nicht, wir akzeptieren das auch, ja? Ja, wenn Sie es nach einer Woche nicht geschafft haben, mich zu überzeugen, dann sind Sie meiner Kundschaft ja auch nicht würdig. Von daher würde ich sagen, wir versuchen das. Aber machen Sie mir mal ein Rechenbeispiel, wenn ich 10.000 Reichsmark bei Ihnen investiere, welchen Profit ich für die Reichskanzlei erwarten kann. Also, einen Moment. So, falls Sie möchten 10.000 investieren, ja? Ja. Und wie viel, also Ihre Frage ist, wie viel verdienen Sie monatlich, ja? Also das geht monatlich. Ich bin jetzt davon ausgegangen, wir sprechen von einem Jahr, aber wenn das monatlich Ah, von ist das einem natürlich Jahr. auch interessant für mich. Ich hätte nicht erwartet, dass das so schnell geht. Also für einen Monat verdienen Sie von 3 bis 5.000. So viel. Also ja, wenn Sie 10.000 investieren möchten, dann ja. Das ist ein sehr gutes Angebot. Welche Vorteile kann ich Ja, auf als jeden Fall. Reichskanzler denn erwarten, wenn ich mich für Ihre Dienstleistung entscheide? Wenn ich mit dieser Summe einsteige, welche besondere Bevorzugung werde ich erfahren? Wie bitte? Sie sind der deutschen Sprache mächtig, oder? Genau, aber wie gesagt, ich höre sie akustisch mega schlecht. Ich habe gefragt, wenn ich mit einer solch großen Summe bei Ihnen beginne, welche besondere Bevorzugung ich aufgrund meines Status als Reichskanzler bei Ihnen erfahre. Ich erwarte erstklassige Betreuung zu jeder Zeit. Also, das müssen Sie schon mit Finanzexpert abklären. Und ja, am Anfang können Sie von 1.000 anfangen und dann schon mehr investieren. Wenn Sie sprechen mit Finanzexpert und ja, dann wissen Sie, was sollen Sie genau machen. Ich würde Also mich zuerst sehr darüber können Sie freuen, das. wenn Sie mich mit meinem Führer ansprechen. Kriegen wir das hin? So wie jeder andere das eigentlich auch macht. Also ich versuche es einen Moment. Ich frage mal nach. Das war zwar nicht mein Anliegen, aber ich danke Ihnen herzlich dafür. So, leider der Finanzexperte jetzt nicht erreichbar. Aber ja, wie gesagt, Sie können einfach von, also wenn Sie möchten, von mindestens Betrag anfangen Nein. und dann schon können Sie mit Finanzexperte reden. Und ich möchte Das ist natürlich ein bisschen direkt ein ungewohnt. stabiles Investment tätigen. Alles andere ist mir vom Zeitaufwand her nicht rentabel genug. Sie können das heute machen. Ja, dann machen Aber wir ja, ein das bisschen heute. später. Zuerst müssen Sie Ihr Handelskonto aktivieren. Wie gesagt, Sie können einfach von das mindestens Betrag anfangen und dann schon mit Finanzexpert sprechen und 10.000 investieren. Wie ist denn der Name dieses Experten? Wie kann ich den ansprechen? Also wir haben mehrere Finanzexperten, das heißt, es kann er oder sie sein. Ich kann nicht genau sagen, mit wem werden Sie sprechen. Aber Sie haben doch gerade gesagt, der Finanzexperte ist nicht erreichbar. Das heißt, Sie haben ja versucht, mit jemandem zu sprechen. Wie heißt er denn? Genau. Also jetzt habe ich versucht, mit Thomas Schell zu kommunizieren, Mit aber Thomas. ja, leider war er nicht erreichbar. Thomas Anders. Oder um wen handelt es sich dort? Wie bitte? Thomas Anders. Oder um wen geht es dort? Nein. Thomas Schell. Sie sind von der langsamen Sorte, kann das sein? Haben Sie an der Front gedient? Also ich höre sie akustisch wirklich mega schlecht. Ja, es tut mir leid. Ja, es ist in Österreich, in meiner geliebten Heimat, so ein schlechtes Wetter.
scheinbar schon. Jetzt ist die Verbindung in die Reichskanzlei unterbrochen.